9-11. Ach, da kommen die ersten Jetpack-Teile, aber also nicht Jetpack, sondern die Teile mit diesem komischen Hovercraft. Soll ich BP einpacken? Ja, kannst du. BP. Also wenn du die in der Luft stunnen kannst, dann fangen die nämlich komplett runter. Ja, nee, Rosmontes ist leider unfähig, in die Luft zu schießen. Einfacher machen können, ne? Und der ist unten der erste Typ, den haben wir. Sterben die komplett oder fallen die nur vom Hovercraft runter? Okay, die sterben komplett. BP macht schon nicht wenig Schaden, ne? Boah, mein Talent der auf 25 Art Damage pro Sekunde macht. Ob die Stage so vorgesehen war, ich weiß ja nicht. Vermutlich eher weniger, oder? Ich frage mich sowieso, was die sich bei der Stage vorgestellt oder bei den Stages vorgestellt haben. Ich weiß es nicht. Also, meiner Meinung nach hätten die für die Endgame-Player auch ES2 vorziehen können. So. Jawohl. Das war 9-11. 9-12. Seinem zweiten Anlauf jetzt aber. Dass die beim letzten Hieb länger brauchen, regt mich auf. Jetzt rennen die da entlang, ne? So. Dann stelle ich die Front mal hier auf. Und da bei der Gegnerbase über Blaze kommen dann diese Jetpack-Typen. Und es kommen noch ein paar Golems. Dann würde ich das so machen, oder? Mhm. Dann würde ich dann über Lepi nach rechts gucken machen, so. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig, wa? Das ist halt auch Skills aktivieren, ne? Einfach weil ich's kann. Alter, der Turm hat der Golem gerade auf die Fresse bekommen. Von wem? Von Chen? Nee. Ansonsten müsste ich jetzt nur Blaze.
Also bevor ich den Skill von Chen aktiviert hat, hat der Golem abnormal auf die Fresse bekommen. Warte mal, ich schalte jetzt mal den Skill ab. Ich will jetzt mal gucken, wie viel die Golems jetzt an Damage fressen. Ja, Blaze. Blaze ist die Schuldige. Alter, da hat er der Fresse bekommen. Oh. Leider ist er nicht in der Lage, beide Phasen so klein, bevor er abhebt. So, 9-13. Bin jetzt schon out of sanity. Mit OP aufgeladen. Ja, was soll ich denn sonst machen? Bis morgen warten? Ich will ja nichts sagen, aber wenn ich schon was anfange, dann will ich es auch beenden, ja. Ich bin nämlich gar kein Freund von ich fange was an und mach's nicht fertig. Kapitel 9 wird beendet. Hat der eine Gatling? Nein, das ist ein Flammenwerfer. Tja, keine Chance gegen Sakura. War lustig, der geht das lustig mit Liskam kombinieren. Weil Liskam quasi nonstop SP produziert. Sakura ist halt so strong, ne? Wenn du sie gegen einzelne Gegner einsetzt. Vor allem mit S1-M3 und Max-Level. Ja, ich sehe es mit Max-Level und S1-M3. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ganz viele Leute noch ihre S1-M3. Dr. Burning My Waifu! Ach, wir müssen in den nächsten 3 Stunden nochmal bei Contest Fatty Rates durchgehen, ne? Okay. Also sonst sind sie weg. Ja. Da brennen die einfach meine Siege an. Ich glaube, es hackt. Ich habe zumindest jetzt keinen gebratenen Löwen bestellt. Oh, das war 6 Dryten. Oh nein, 14. Versuch Nummer 2. Wer zerstört denn den Turm schnell genug? Sakura. Ja, aber Sakura kann ich den Turm so nicht zerstören lassen. Ich muss den ja nach rechts werfen. So, dann will ich es mit Blue Poison versuchen. Die Flammenwerfer greifen mich hier jetzt nicht an, ne? Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube schon. Ja, die greifen mich hier an. Ja, Schnucki, du musst ein bisschen durchhalten.
Jetzt habe ich wahrscheinlich zu lange gebraucht. Boah, war das close. Ach scheiße. Ich hätte den Skill aktiviert lassen sollen. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt verkackt. Hat. Leppi rettet den Tag. Er fehlt noch Leppi in der Endscreen, die dann kurz sich quasi drüber lustig macht. Ja, Leppi hat gerade den Tag gerettet. Okay, das war 9.14.